Ich begrüße dich ganz herzlich. Ich bin so happy, weil hinter mir packe ich nämlich gerade meine Kliniktasche. Und wenn ich das von meiner To-Do-Liste erledigt habe, dann bin ich so erleichtert, sage ich euch. Ich mache das ja tatsächlich schon seit der... Ich müsste nachdenken. Ich glaube, wer mir auf Instagram folgt, weiß Bescheid. Ich glaube, seit der 34. Schwangerschaftswoche rede ich fast von nichts anderem mehr. Aber hab's nie geschafft, weil immer irgendwas zu tun war, immer irgendwas wichtiger war und das habe ich immer vergessen oder weitergeschoben. Und tatsächlich jetzt knapp in der 37. Schwangerschaftswoche, yay, habe ich es geschafft. Ich zeige euch natürlich gleich die Sachen, die ich da vorbereitet habe, die ich gleich in die Tasche reinpacken werde. Aber bevor ich das mache, gebe ich euch ein kleines Update zu Luisa. Bei der hat ja gestern das erste Mal in ihrem Bettchen geschlafen, mit der Lara im Zimmer. Jetzt haben sie quasi ein Mädelszimmer, so wie es auch damals die Michelle und die Lara hatten. Und es hat so super funktioniert. Ich sag's euch, es ist so eine Erleichterung für uns. Also die Luisa ist heute tatsächlich um 8 Uhr in der Früh wach geworden, das einzige Mal. Also die Luisa ist auch kein Kind, das unruhig schläft. Also bei uns auch im Bett hat sie immer sehr ruhig geschlafen. Aber ich habe jetzt nicht gewusst, wie wird es sein, wenn sie jetzt nicht mehr bei uns schläft. Und sie hat durchgeschlafen ohne Probleme. Und sie war so stolz und so glücklich und hat gesagt, heute schläft sie wieder in ihrem Bettchen. Und ja, das macht uns einfach so happy, weil ja, ich denke mir so, dass sie sich so von selbst irgendwie auch ein bisschen abgenabelt hat, da mussten wir sie jetzt nicht irgendwie, also das hätte ich sowieso nicht gemacht, sie irgendwie mit so Gewalt eingewöhnt in ihr Zimmer, sondern ich habe gerne den Kindern immer die Freiheit gelassen, so lange bei uns zu sein, wie sie es gerne gebraucht haben. Und jetzt quasi knapp einen Monat, bevor das Baby kommt, hat sie sich selbst abgewöhnt, bei uns zu schlafen, was auch für sie gut ist, weil wenn das Baby dann da ist und das Baby unruhig in der Nacht ist und sie dadurch wach wird, ist das ja auch blöd, wenn sie dann in den Kindergarten muss, dann ist sie vielleicht, ja, unausgeruht, knatschig, kennt man ja. Deswegen, ich bin einfach happy, dass es wirklich so einfach problemlos funktioniert hat, wie wir uns das gedacht haben. Aber zurück jetzt zur Kliniktasche. Ich werde euch gleich zeigen, was ich für eine ambulante Geburt mir gedacht habe, dass ich bei mir brauche. Weil, wie ihr vielleicht wisst, habe ich das schon gesagt, ich denke schon, oder? Also ich möchte ambulant gebären, das bedeutet einfach ins Krankenhaus fahren, Baby dort bekommen und nach ein paar Stunden, wenn alles gut verlaufen ist, wieder nach Hause fahren. Das heißt, ich werde nicht im Krankenhaus schlafen und würde sich aber auch jetzt an der ganzen Thematik hier, was ich mitnehme, sowieso nicht wirklich was ändern, weil... Ja, wenn man bei uns im Krankenhaus in Österreich eh so einen Kittel bekommt, mit dem schläft man auch. Das heißt, ich müsste sowieso kein Nachthemd oder so irgendwas sowieso nicht mitnehmen. Das Einzige, was wahrscheinlich wäre, wären Hauspatschen. Die habe ich nämlich noch nicht eingepackt. Ha! Gut, dass ich das jetzt, also nicht vorbereitet. So, jetzt zeige ich euch mal alles hier, was ich für die Kliniktasche vorbereitet habe. Das ist so alles, was ich denke, dass ich brauche. Ich werde euch gleich im Detail alles ein bisschen erklären, was ich mir so dabei gedacht habe. Ich glaube, dazu muss ich nicht viel sagen. Einfach ein Autositz fürs Baby werden wir natürlich gleich mitnehmen müssen, wenn ich ja natürlich dann gleich wieder nach Hause fahren möchte mit Baby und Papa. Deswegen wird das auch gleich vielleicht schon ins Auto gesetzt. Schauen wir mal. Also ich weiß es noch nicht. Den haben wir übrigens neu gekauft, weil den von der Lisa habe ich verkauft. Auf jeden Fall unseren Maxi-Cosi Autositz müssen wir mitnehmen. Dann natürlich Gewand fürs Baby zum Heimfahren. Die Sachen kennt ihr vielleicht schon noch aus dem Babykleidung Erstausstattungsvideo. Diese Winter-Overall zum ganz drüber ziehen. Dann ganz, ganz wichtig natürlich auch eine Mütze für draußen, damit das Köpfchen nicht einfriert. Ich habe auch noch so eine Mütze mitgenommen, habe ich mir gedacht, falls im Krankenhaus ein bisschen, ja, es dort frischer ist, dass ich ihm dann auch gleich eine Mütze aufsetzen kann nach dem Baden, also nachdem wir ihn frisch machen. Dann habe ich hier einen Body in der Größe 50, Söckchen habe ich eingepackt, dann so eine Strumpfhose und diesen Overall, den kriegt er dann so drüber und dann kommt er eh dann hier rein in diesen Outdoor Overall, der ziemlich, ja, dick und fest ist. Perfekt für unser Winterbaby. Ich habe dann auch noch Schnuller mir vorbereitet, diese 0 bis 2 Monate, diese neue Newborn Schnuller. Ich weiß nicht, also werden wir mal sehen, ob wir einen Schnuller nutzen. Die Luisa wollte ja keinen, die anderen Kinder hatten bei mir alle einen Schnuller. Ich nehme ihn auf jeden Fall mal mit, so ein Doppelpack von der Marke Mom. Dann habe ich auch für mich
Pflegeprodukte, also einmal ein Duschgel, weil ich möchte nach der Geburt dann auch gleich im Krankenhaus duschen, bevor ich nach Hause fahre. Dann ein Deo, ein Bodylotion und eine Lippenpflege habe ich auch mit, weil ja, man trocknet die Lippen trocknen einfach, finde ich, während der Geburt schon ein bisschen aus. Deswegen mehr brauche ich nicht für Pflege für mich. Das wird schon reichen. Dann natürlich ein Zopfgummi, falls ich mir einen Zopf oder einen Dutt oder sowas machen möchte. Und meinen Tangle-Teaser-Bürste werde ich auch einpacken. Ja, dann habe ich hier, zeige ich mal mein Gewand. Also ich habe hier das ist Ersatzgewand. Ich habe mir gedacht, die Klamotten, die ich anhaben werde, habe ich sowieso an, logischerweise. Und falls ich mich eventuell bei einer Hinfahrt oder so, ja, man weiß ja nicht, ob die Fruchtblase, wann sie platzt oder so, deswegen habe ich Ersatzgewand für die Nachhausefahrt für mich mitgenommen. Einmal hier so ein Still-BH, ich werde auch einen anhaben, aber zur Sicherheit nochmal einen, der ist von Medela. Ich habe nur Still-BHs, nur von Medela, die sind so bequem, ich liebe die einfach. Der schaut zum Beispiel super klein aus, aber der ist echt, echt elastisch und sehr bequem. Dann habe ich hier einen Still-Top, die gibt es beim H&M, da habe ich so einen Doppelpack gekauft mit Weiß und Schwarz. Und dann nehme ich mir das Weiße dann mit. Dann habe ich eine Ersatz-Leggings, Socken und Unterhöschen. Zwei Stück habe ich da mitgenommen, falls ich eventuell doch einmal im Krankenhaus schlafen müsste, dass ich dann eine Ersatzunterhose halt habe. Dann habe ich hier auch ein rotes Handtuch. Oder besser gesagt Badetuch sozusagen, ein riesengroßes, fürs Baby mitgenommen. Ich habe nämlich im Internet gelesen, dass wenn man das Baby nach der Geburt in ein rotes Handtuch einwickelt, dass es sich sofort beruhigt, die Atmung sich reguliert und das Baby sich sehr wohl fühlt, weil es ihn an die Gebärmutter erinnert. Deswegen habe ich das gleich mir einfach holen müssen, so ein rotes Handtuch. Dann habe ich natürlich auch Hausschuhe. Habe ich mir jetzt gleich eingepackt, einfach so während der Geburt fürs Herumspazieren. Und mein Mutter-Kind-Pass natürlich und die Unterlagen fürs Krankenhaus. Hier drinnen habe ich dann auch noch dieser Gurt, dieser Bauch, wo dann das CTG und so reinkommt. Bei uns im Krankenhaus ist es nämlich so, dass dann jeder ihr eigenes bekommt und ich bin gespannt, ob ich diese ganzen Sachen hier reinkriege. Das ist nämlich die Wickeltasche, die ich habe. Denkt ihr, ich schaffe das? Bin mir nämlich gerade aktuell nicht so sicher, ob ich diese Sachen hier alle reinkriege. Weil es ja nur eine Wickeltasche ist und keine Reisetasche, ne? Ja, mal schauen. Ich werde es probieren. Vielleicht schaffe ich es ja. Und wie ihr seht, ich bin schon mega aus der Puste. Oh mein Gott. Ich sag's euch. Auf jeden Fall, das sind die Sachen für die Kliniktasche. Und ich denke, dass ich alles dabei habe, oder? Ich meine, ihr könnt mir ja gerne schreiben, falls ich irgendwas vergessen hätte. Ich brauche keinen Geburtskittel, bekomme ich im Krankenhaus. Ich brauche keine Windeln fürs Baby, bekomme ich im Krankenhaus. Ich brauche kein Handtuch, habe ich alles im Krankenhaus. Ich habe auch einen Schlafkittel, falls ich im Krankenhaus übernachten sollte. Vielleicht Kuschelsocken. Wobei ich bin nicht so der Sockentyp. Ich bin eher so ohne Socken. Ja, also weiß ich nicht. Also ich denke, ich habe einfach alles dabei. Die ganzen Sachen wie Binden, also diese Wochenbettbinden, diese Riesendinger, die bekommt man im Krankenhaus. Stillanlagen gibt es im Krankenhaus. Windeln und Feuchttücher zum Dortwickeln gibt es auch im Krankenhaus. Also brauche ich nicht unnötig mitnehmen Sachen, die man dort eh sowieso automatisch schon mitbekommt, wo das Kind gleich vielleicht nach dem Baden gewickelt wird. Ich weiß es nicht. Also brauche ich nicht, deswegen packe ich das nicht ein. Ich habe es bei den ersten zwei Kindern, glaube ich, mitgenommen und dann habe ich gesehen, dass das bei uns in allen Krankenhäusern in Österreich überall gleich ist. Habe dann bei der Lara solche Sachen dann nicht mehr mitgenommen. Bademantel werde ich mir auch nicht einpacken. Denke ich, dass ich den nicht brauchen werde. Ja, falls ich wirklich dort schlafen sollte, kann mir der Papa am nächsten Tag bringen. Aber ja, für was brauche ich einen Bademantel? Ich habe da eh diesen Kittel, großartig am Gang herumspazieren, werde ich wahrscheinlich auch nicht. Und wenn, dann kann ich auch in den Kittel gehen, weil Besuch ist eh keiner da. Also niemand darf großartig zu Besuch kommen. Warum dann unnötig diesen Bademantel mitschleppen? Unglaublich aber wahr, es hat tatsächlich alles hier reingepasst.
was ich mir vorgenommen habe, in die Tasche reinzustopfen und tatsächlich alles rein. Muss ich nur noch als letzten Akt die Schnuller sterilisieren. Das ist ja so praktisch bei denen, dass sie mit dieser Sterilisierbox kommen. Das werde ich gleich machen. Das geht in der Mikrowelle ziemlich ratzfatz. Und dann bin ich fertig. Fertig, Luisa. Ich will die Schnuller haben. Du magst die Schnuller haben? Ja. Komm, wir gehen die sterilisieren. So, ich zeige euch mal, wie das geht, falls ihr das noch nicht wusstet. Aber ich glaube, das weiß mittlerweile schon jeder. Da nimmt man einfach diese Schnuller da raus. Und da gibt es hier so ein Zeichen, bis wohin das Wasser reinkommt. Da macht man hier Wasser rein. So, das ist ja auch dafür gedacht, dass wenn man dann die Schnuller wieder reingibt, dass sie dann halt im Wasser sind. Dann macht man es zu und dann kommt sie in die Mikrowelle. Für 3 Minuten. Und danach, in 3 Minuten, sind die fertig sterilisiert. Perfekt, oder? Fertig. Dass sie nur trocknen und dann kommt. Na gut. So, ich glaube, ich muss das mit einem Fetzen anfassen. Oh Mann, ey, so heiß. So, ich lasse das jetzt. Au! Ist noch Wasser rausgeronnen. Ah! Ich bin ein Experte. Das überschüssige Wasser jetzt da rausschütten. So. Und fertig sind sie, die Schnuller. Und die backe ich jetzt auch in die Tasche ein. Fertig. Wisst ihr, wer jetzt gerade nach Hause gekommen ist? Der Papa! Weil der Papa war jetzt nämlich, das habe ich glaube ich gar nicht erwähnt, aber der Papa war mit Patrick Autofahren. Weil heute ist bei uns ein Feiertag, das heißt Patrick hat keine Schule. Und jetzt waren sie in Wien Autofahren. Und wie war's? Sehr gut. Und Patrick, wie war's? Super. Und der Papa 112 hat Futter. Kilometer. 112? Magst du noch ein Pflaster haben? Ich habe heute Morgen gefrühstückt. Ich auch nicht. Hinter dir. Zeig mal, was hat der Papa mitgebracht? Oh, Nudeln! Wow. Ich habe XXL genommen. Da ist wohl jemand sehr hungrig. Ja? Magst du sehen? So, habt ihr Wasser ausgeschüttet vielleicht? Aha, na komm, setzt euch hin. So, der Papa, du musst es rauflegen. Genau, und jetzt. Der Papa stibitzt sich jetzt ein. Also, Stibi, wir teilen uns ja das, gell? Aber was ist das schon? Sushi. Das geht nicht. Was? Es kleben ein bisschen immer noch. Ach Gott. Was ist da los, hä? Hm? Sophie, die Sophie stirbt, wie sie gesagt hat. Okay. Entschuldigung. Die Hunde waren halt auch. Yummy. Mm. Lecker. Auf jeden Fall essen wir mal Sushi. Der Papa hat bis vor einen Monat kein Sushi gegessen und jetzt verliebt. Mega lecker. Lecker, oder? Schaut mal, die Kinder sind auch hungrig, wie man sehen kann. Lecker! Solange die Mama hin, kann ich noch mehr. Jetzt muss ich mal die Kamera weglegen. Dann bin ich im Vorteil. Ich habe noch nie so eine riesengroße Box gesehen. Die ist wirklich riesig, oder? Die schaffe ich fix nicht. Aber lecker. Du, Baba, schaffst du? Sicher. Nach so einer anstrengenden Fahrt. Schaut mal bitte, so yummy. Aber das Fleisch oben schmeckt so lecker mit dieser Soße da drüber. Mmh. Wer bekommt jetzt Hunger? Macht den Mund auf. Hallo meine Lieben, auch von mir. Ich habe urstarke Kopfschmerzen. Ich weiß nicht warum. Jetzt bin ich im Büro. Die Mama ist im Schlafzimmer gegangen, weil sie arbeitet noch an den Mambosplaner 2021. Und die Kinder spielen noch im Wohnzimmer und wie gesagt, aber jetzt bin ich im Büro, ich schneide das wieder für morgen. Also ich habe noch nicht angefangen, aber ich werde jetzt loslegen. Denn morgen habe ich keine Zeit, das Video zu schneiden, weil morgen, wie ihr wisst, beginnt die Schule schon und Kindergarten und es wird ziemlich stressig sein. Ich muss nämlich die Michelle in der Früh zur Schule fahren und ja, ich glaube, die ganze Vormittag ist schon mal verplant. Und deswegen muss ich jetzt machen und ja, also ich würde mal sagen, ich lege lieber los, weil es wird schon langsam dunkel, auch spät, mit meinen Kopfschmerzen auch noch dazu, deswegen lieber jetzt. Musik.
eine kurze Pause machen. Ich brauche unbedingt einen Kaffee, sonst schlafe ich da ein und geht's nicht mehr weiter. Ich habe mir einen Elixier vorbereitet. Ah, Kaffee. Na gut, meine Lieben, ich werde jetzt weiterarbeiten. Ich kann leider mit euch mich nicht mehr unterhalten, denn Arbeit hat Vorrang. Natürlich ist es mir auch sehr, sehr wichtig. Aber ohne das gibt es keine Verbindung zwischen uns. Deswegen muss ich weiterarbeiten. Bis später. So, meine Lieben, eine kurze Unterbrechung, denn die Michelle braucht für die Schule ein Flugzeug. Und ich muss ein Flugzeug aus einem Styroporplatte bauen. Ich zeige euch, ich habe einen Muster von Michelle bekommen. Also die Michelle will, dass ich so ein Flugzeug bastel. Ob das ich das schaffe, keine Ahnung, ich habe sowas noch nie gemacht. Aber ja, alles hat einen Anfang, oder? Warum stellst du so? Michelle, lass deinen Profi seine Arbeit machen. Entschuldigung. Papa, weißt du, wie schnell das bricht? Wirklich, oder? Ja. Lass ein Maestro seine Arbeit erledigen. Was ist ein Maestro? Ein Maestro? Ein Profi wie ich. Wer hat so gemacht? Sophie. Sie hat gelacht. Wer schreibt dir? Also. Wer schreibt? Robert. Meine Freundin. Meine Freundin schreibt mir. Papa! Ups. Papa! Das ist nicht Papas Freundin. Er ist nicht mein Freund. Er hat nur Mama. Es ist ein Freund von Papa. So. Das erste Hommas, das gehört so. Könntest du schon den Flugzeug vorstellen? Aber von der Länge her passt so. Oder soll ich noch kürzer machen? Schon so lang, oder? Ja, schon zu lang, oder? Wenn das Kaffee gewesen wäre, hätte die Mama mich gekillt. Ja. Digga, wie sagst du das? Nicht mit Mamas Büro spielen, weil sonst spielen wir mit unserem Leben. Wo ist der andere Lineal? Kannst du mal gehen? Ach, Michelle, bitte, du machst mein Leben schwer. Diese? Ja, diese. Du schaffst es noch kürzer. Ja, das weißt du auch, oder? Ich habe gerade geschnitten, bist du gescheit, das aber. Wehe, der fliegt nicht, Papa. Wenn der nicht fliegt, also schaut sich mal das an. Das ist ein Flugzeugmodell. Das muss fliegen. Der fliegt sicher. Schaut sich mal das an. Habe ich nicht gut gemacht? Fürs erste Mal? Ah, Wahnsinn. Versuchen wir. Oh, Wahnsinn. Schau. Aber schau, wie er gelandet ist. Ja, das war da drinnen. Mach nicht mehr so, weil der bricht, der Haber. Geh zu Mama und verlang ihre Meinung. Sehr mal, das war. So, ihr Lieben, wir sind jetzt gerade beim Abendbrot essen. Die Kinder haben den Wunsch geäußert nach Butterbrot. Und wir werden auf jeden Fall jetzt ein bisschen was jausnen, also was essen. Und also nur ich und die Mädels. Der Papa hat noch Nudeln. Also er hat so viele Nudeln gegessen, dass er noch so satt ist. Und die Michelle, die denkt noch nach, was sie isst, oder? Jupp. Jetzt wieder unser obligatorisches Zähneputzen, oder? Und natürlich die Michelle. Und danach Hände waschen, okay? So, meine Lieben, schaut euch meine Mäuse an. Wir werden uns jetzt vom Vlog verabschieden. Ich bringe die Mädels ins Bett und das macht das Video rein. Sagt ihr gute Nacht, meine Lieben. Gute Nacht. Bis morgen.